Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Rise of Flight. Das ist ein Free-to-Play, offensichtlich Erste Weltkriegsflugzeug-Spiel. Ich habe jetzt sofort Schluck aufbekommen. Das gibt's doch nicht. Ey, manchmal ist das so krass. Da habe ich den ganzen Tag keinen Schluck auf. Da setze ich mich vor meinen PC, mache ein Spiel an, sage Willkommen von den Empfangsgeräten und bekomme Schluck auf. Irgendwas will mir mein Körper sagen. Was auch immer. Das kann man sich so ziehen über einen Client oder man macht es über Steam. Das habe ich gemacht. Bei Steam steht interessanterweise dran, dass die beiden Versionen dann nicht miteinander kompatibel sind. Also keine Ahnung, ob die dann zusammenspielen. Ist mir jetzt auch Schnuppe. Ne? Mir geht es jetzt erstmal darum, mir das anzugucken. Habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum hier dieser Adler. Ja, egal. So. Feldzüge. Offensichtlich gibt es auch Singleplayer? Ich weiß es nicht. Also da steht nicht auch mehr Spieler hier unten. Okay. Allzu viele Spiele sind jetzt gerade nicht online scheinbar. Wir gehen mal zu dem hier dazu. Okay, jetzt will er Missionsdateien runterladen. Gut, das kennt man aus verschiedenen Multiplayer-Spielen. Ich bin mal gespannt. Ich mag ja Doppeldecker und Trippeldecker, also die Maschine des Ersten Weltkriegs. Der Moppe, der Habe, der Hudo? Ah, Sea of Horus. Ah, die Bay Bay, die Bucht Bucht. Sehr schön. Also das ist offensichtlich eine Fantasiekarte, oder? Ich kenne sonst kein Donutland. Setze Geschütztürme. Flugzeuge mit Geschütztürmen. Ja, bla bla bla. Ich will mal gar nicht beobachten, ich will spielen. Ja, auf jeden Fall habe ich das empfohlen bekommen von einem Clansman, von den Frakta, der das spielt. Ich wusste vorher nichts davon. Ne? So, das so funktioniert das schon mal nicht. Das will es nicht. Ach komm, wir gehen zum Menü zurück. Ja, ja, zum Menü. Das will nicht so, wie ich will. Dann machen wir mal Karriere. Gehen wir mal Channel an. Oh, Doppelklick. Ah! Da. Da ist eine deutsche Diaster 8. Ich will mir die Karte nicht kaufen. Okay. Das will jetzt irgendwie nicht so, wie ich will. Nein, ich will das Spiel nicht beenden. Okay, machen wir Feldzug. Irgendwann werde ich nur zukommen zu spielen. Machen wir das da. Na, Mission starten. Macht auch nicht. Warum nicht? Ich will jetzt aber gar kein Flugzeug kaufen. Ich will kein Feldzug kaufen. Machen wir schnell eine Mission. Mission starten. So, ich will Start. Ich will kein Blabla. Ist nicht für Ihr Konto verfügbar. Ganz ehrlich, mich nervt das Spiel gerade so ein bisschen. Mission. Dann probieren wir Mission. Ist in Ihrem Benutzerkonto nicht enthalten. Okay, was damit? Die Karte ist für meine Dings nicht enthalten.
Also in Steam stand Free to Play. Da stand nichts von, kauf dir erstmal alle mögliche Knittelkit, bevor du spielen kannst. Ja. Wir machen das jetzt mal anders, ja? Mir ist das gerade zu blöd. Ja? Das Spiel ist jetzt irgendwie rausgekommen vor einiger Zeit und das Spiel soll sich erstmal überlegen, was es will. Und legen wir mal hier drauf. Da, das ist doch schon mal super. Guck mal, da muss man nichts kaufen. Genau. Schließen, ja. Warum reagiert das jetzt nicht auf Mission starten? Meine Maus ist nicht kaputt, oder? Nein, ist nicht kaputt. Ach, müssen wir mal Metal of Honor. Ah ja, das ist ein schönes Flugzeug. Candy Spot, ja. Wieder anfangen. Fangen Sie die Kampagne wieder an. Ja, ich würde ja gar nicht erstmal überhaupt was machen. Ja, also, total super alles, ja. Das Spiel macht mich gerade nicht glücklich, ja. Machen wir mal Training. Training müsste einfach so gehen, oder? Dass wir wenigstens mal einen kurzen Blick auf die Engine werfen können. Ich will einfach mal sehen, wie das Spiel überhaupt aussieht. Also außerhalb von Menüs. So, jetzt aber, oder? Start. Toll, Laden beendet. Drücke, um fortzusetzen. Yes, come in. Captain, Lieutenant John Wright reporting on duty for basic flight training. Come in and sit down. I'm your instructor. Friends call me Eddie or Rick. And I hope you'll become not only one of my friends, but also a good pilot. And I'm going to help you with that. Lieutenant, we'll start our flight on the school board. I'm going to start with explaining how to control the aircraft. Please pay attention to the board. An airplane is controlled in three dimensions. Airplane rotation about the longitudinal axis is called roll. Right and left keyboard keys rotate your plane clockwise and counterclockwise correspondingly. By moving the joystick handle right and left, you get the same result as from keyboard right and left keys. The difference between the keyboard and the joystick is in more smooth and precise control of roll state by the joystick. Pitch determines how much the nose of your airplane is up or down. To raise the plane nose, press down key. To lower the plane nose, press up key. Or with a joystick, push the handle from yourself to lower the nose and pull the handle to yourself to raise the nose. Airplane rotation about the vertical axis is called yaw. To turn your plane left, press Z keyboard key. To turn the plane right, press X keyboard key. In case you're the happy owner of a 3D joystick with twist, then twisting the handle counterclockwise will turn the plane left, and twisting the handle clockwise will turn the plane right. I have to say that there are also pedals that represent real aircraft controls most closely. If you have pedals, then pressing the left one, you'll turn the plane left, and pressing the right one, you'll turn the plane right. And remember this, left foot, left turn, right leg, right turn. And one more thing that you need to know is engine control. Generally, the speed of your plane means life. Remember, while your plane has speed, it flies. When it doesn't, it falls. Speed for a fighter plane means life. You can and you need to manage your engine in flight. To raise RPM, press plus key. And to lower RPM, press minus key. If your joystick is equipped with throttle control, then move it from you to raise the RPM and pull it to you to lower the RPM. Start and stop the engine pressing E key. Remember, pitch is whether the nose of your plane is up or down. Roll is rotation of plane about longitudinal axis. Yaw is turning a plane about vertical axis. Throttle is engine control and therefore airplane speed control. I see that your face is a bit sad. Was it difficult? No, sir, not at all. I've remembered everything and I think I'll handle it. I also think so. As a matter of fact, it's pretty easy to control this bird. That's why, John, I think we need to check how you've learned this lesson. Come along to the plane.
Das haben sie schön gemacht. Das hat mir gut gefallen. Das war überraschend laut. Ich muss sagen, ich habe Grafik auf Maximum gestellt. Ja. Also das ist das Schönste, was rauszuholen ist. Wie ich weiß, ist das... sagen, ich habe gar mit Tastatur gesteuert, sondern mit der Maus gerade eben. Überraschend laut, das Game, dafür, dass ich auf 5% Lautstärke gesetzt hatte. Und grafisch, ja, ist in Ordnung, oder? Dafür, dass es von 2013 ist.
gerade eine Bombe abgeworfen. Wie cool, ich habe gerade eine Bombe abgeworfen. Das geht übrigens mit B. Und wenn man Leertaste drückt, schießt das MG auch. Och, ich will kein Slalom fliegen, Leute. Ganz ehrlich, ich will auf irgendwas schießen. Da krieg ich Plack. Ich will nicht ewig gerade ausfliegen oder Kurve fliegen. Die geht nicht. Ja, das ist Kacke. Das macht keinen Spaß. Wobei ich das hier eine interessante Angabe finde, Flugzeug abschießen, Ballons, Fahrzeuge, Schiff und Gebäude. Das ist natürlich interessant, das sagt uns nicht einiges über das Spiel. Ja, zum Hauptmenü. So, Tacheles. So sah das ganz cool aus. Also ganz in Ordnung eigentlich. Gut, war jetzt nicht sonderlich fantasievoll, aber andererseits, wir kämpfen über Belgien. Ja, das sieht da halt so aus. Das ist grün. Da gibt es ab und zu ein paar Bäume, ansonsten gibt es der Ecke und ab und zu gibt es ein Steindorf. Was willst du da großartig machen? Ne? Von dem Handling mit der Maus, das war recht intuitiv, das war absolut in Ordnung. Das, wie man sieht, bin ich nicht abgestürzt, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe jetzt die Tastatur gerade benutzt, offensichtlich kann ich das bei Optionen, genau, da habe ich nicht auf Maus gestellt. Und gut, ansonsten bin ich ein bisschen verwirrt, wieso ich denn nicht irgendwas kaufen soll für meinen Account, damit ich überhaupt irgendwas spielen oder fliegen kann. Das wäre ganz nett, wenn jemand, der das Spiel schon kennt, sich dazu vielleicht äußern könnte. Das wäre echt cool. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal den Cut setzen, weil was sonst gibt es nichts für mich groß zu zeigen, außer ins Training komme ich scheinbar im Moment nirgendwo so wirklich rein. Das finde ich etwas verwirrend. Ist aber nicht weiter schlimm. Mir geht es ja hier in erster Linie erstmal auf den Fractal Games Archiv, damit ihr seht, was ist das für ein Spiel. Also, dass ihr das Spiel überhaupt mal wisst, dass es das gibt. Ja, dass ihr nicht so ahnungslos seid wie ich immer. Und wie sieht das aus? Ja? Welche Meinung vertritt Monty? Wie zugänglich ist es? In dem Fall würde ich sagen, sehr intuitiv gemacht. Ganz gut. Und dieses andere Ding, das wäre nett, wenn da jemand sich zu äußern könnte, falls das einfach nur schlecht übersetzt ist ins Deutsche und das heißt gar nicht kaufen mit Geld oder weiß der Geier was, sondern, ja, weiß nicht. Da gibt es vielleicht, das wäre ganz nett. Jo, also auf jeden Fall free to play, Steam. Ich verlinke euch wie immer alle Seiten notwendigen dazu und dann wünsche ich euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.